wollte gerade zu Starbucks mir einen White Chocolate Mocha Frappuccino holen, damit ich ein bisschen wacher werde. Aber die öffnen erst um 5 und wir haben 20 vor 5. Man merkt direkt, dass man im Pariser Flughafen ist, weil einfach nur solche Läden am Flughafen sind. Da hinten geht's mal weiter. Hey Leute, Jonas ist nicht am... Nein, du bist noch da. Fast. Wir sind jetzt gerade am Flughafen in Paris. Wir sind von Düsseldorf jetzt in Paris. Unser erster Stopp und gleich geht es dann in die... Urlaub. Es geht in die Domrep. Und Jonas, du siehst so unfassbar witzig aus. Ich bin voll in meinem cozy Modus. Ja, also wir haben einen Stopp. Genau, und wir haben jetzt hier ein paar Stunden Zeit. Und die ja, 4,5 Stunden. 4 Stunden, ne, 4,5 Stunden überbrückt. Und jetzt geht es endlich nach. Best for a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest, but I'm not. I just wanna go my own way. Wir sind jetzt im Hotel, wir haben jetzt gerade sogar Welcome Drinks bekommen, finde ich super süß und sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr modern hier aus. Aber ich bin mal gespannt, wenn wir gleich mal einchecken, die Zimmer sehen und alles. So, wir gehen jetzt mal kurz erkunden, wie der Strand aussieht, auch wenn es schon dunkel wird. Wir haben 7:15, hier wird es aber immer sehr schnell dunkel. Schön. Ja, willst du das richtige Strandfeeling haben? Ja, für extra Schuhe ausgezogen. Wir haben uns für den ersten Abend, wo wir übertrieben müde sind und eigentlich nur was Schnelles essen wollten, haben jetzt in so einem Restaurant gesetzt, wo man halt so, ja genau, wo halt so richtig was bekommt. Und das ist jetzt gerade die Vorspeise. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr lecker aus. So, es geht jetzt weiter mit dem Hauptgang. Und oh mein Gott, das sind so geil, ne? Die gibt es auch in Ghana. Plantain. Ja, Plantain Chips und ich liebe die so. Okay, ich hab den Fisch. Mit Kartoffelpüree? Ja, Kartoffelpüree und Wasabi. Ja, gönn dir. Heute ist so ein richtiger Strandtag. Wir sind den ganzen Tag schon am Strand. Wann sind wir hingekommen? Ich glaube um 10. Jetzt haben wir, glaube ich, fast schon 17 Uhr. Hier lässt es sich auch wirklich sehr, 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 sehr gut leben. Haben jetzt gerade einen Sex on the Beach bestellt. Strandtag beendet für heute. Es ist so cool. Hier gibt es einfach solche Goldbahnen. Wir fahren jetzt gerade das erste Mal damit. Weil in der Zeit, wo wir jetzt auf andere Leute warten, wären wir jetzt auch schon fast da. Oh mein Gott. Jonas hat sich so ultimativ verbrannt. Dafür tut es aber gar nicht so weh. Abgesehen davon, dass das so krass rot ist. Hier ist am allerschlimmsten. Hier ist, eine... Oh mein Gott, warum da unten an der Seite? Ich hoffe, es geht. Es tut nicht so weh und wird morgen besser. Was? Oh Gott, Jonas meinte gerade, dass einfach in unserem Rucksack eine Mini-Eidechse war. Ja. Ja, aber am Ende ist das die Eidechse, die doch gestern vor unserer Tür war, wo ich meinte, die kommt bestimmt rein. Ja, ist so, die war da. Oh mein Gott, ich weiß doch, in Ghana waren auch so viele Mini-Eidechsen. Wo ist denn? Warum sag ich die ganze Zeit Midi? Da ist er ja. Cutie Pie. Leute, ich könnte einfach so schwärmen von dem Essen hier. Es ist so eine geile Auswahl immer. Guck mal bitte, was ist das einfach? So geil, Nachos mit... Hackfleisch, Guacamole, Salsa, Chickens, Burger, Pommes, so nice. Guten Morgen, wir sind jetzt hier, haben wir vor 2 Tagen mal gefrühstückt und es ist so nice, weil man hat hier einfach so den geilsten Ausblick auf den Strand. Ich habe mir jetzt so Pancakes bestellt mit Schokolade, dann so eine Früchteplatte und was hast du dir nochmal bestellt? Sandwich Rustico. Stop. I am front and back. Turn around. 1, 2, 3. Un profesional. So, profesional. 1, 2, 3. Animación, fuego, fuego.
gerade irgendwie voll weiß aus. Ich bin noch in der Sonne, du nicht. Damit tauschen? Damit die Leute sehen, dass du ein bisschen braun geworden bist hier. Sieht man auch nicht. Auf jeden Fall haben wir heute eine Tour gebucht, damit wir mal aus dem Hotel rauskommen. Wir haben nämlich, glaube ich, jetzt 6 Tage lang nur im Hotel gechillt. Heute kommen wir mal raus, heute sehen wir mal ein bisschen was von der Karibik. Ja. Und zwar fahren wir zur Insel Saona. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt. Ich glaube nicht. Aber das ist eine Insel, Naturschutzgebiet, sehr verlassen, keine Hotels und soll sehr traumhaft sein. Und dann fahren wir auch noch zu einem Fluss. Und fahren gleich auch noch schnorcheln in so einem Fischergebiet, wo mega viele schöne Fische sind. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe, dann mit dem Handy unter Wasser zu filmen. Ich hoffe doch. Am besten mit deinem, weil du hast noch eine Wasserversicherung. Die sind zwar wasserfest, aber ich traue Apple nicht so ganz. Wir nehmen euch ein bisschen genau. Mit. Jetzt geht's erstmal auf das Boot. Und wir fahren, glaube ich, über den Fluss. Ich bin mir gerade nicht sicher. Am Hafen sind wir jetzt, oder? Ja. So, wir sind jetzt auf dem Katamaran und bleiben jetzt auch ganz kurz hier, weil wir, glaube ich, eine halbe Stunde gleich schnorcheln können. Da drüben sind sogar schon Leute, sieht irgendwie witzig aus von oben, oder? Wie die da alle so, so an der Wasseroberfläche nach unten schauen. Auf jeden Fall immer durch den Mund atmen. Ja? Du siehst irgendwie komisch aus, weil das so voll auf deinem Mund drückt. Boah, hab ich viele. Okay, wir müssen alle einfach mal runter. Naja. Oder? Ich weiß nicht, ich finde das ist so ein cooles Gefühl. Ich habe mir ein bisschen mehr Fische vorgestellt, aber wir haben vorhin mega schön blauen gesehen, oder? Hast du den auch gesehen? Ich habe mal gerade so einen ganzen Schwarm drauf, ich weiß nicht, wo du hinguckst. Auf der Kamera? Ja, natürlich. Hä? Oh, ich hab's verpasst. Wow, lass so. Ich weiß nicht, ich finde es einfach gerade so schön hier. Mit dir. Und ich bin gerade hier die Getränke- und Kappenhalterin, also voller Einsatz für andere, ne? Wir sind noch nicht auf der Insel angekommen, nee. Aber hier ist es einfach auch schon so schlau. Zwischenstopp. Das Wasser ist gerade eigentlich auch schon so klar, man kann hier stehen und wir sind schon so weit vom Strand entfernt. Das ist dieser natürliche Pool, von dem wir am Anfang gesprochen haben, ja. Weil hier kann man wirklich, wenn man sich umguckt, hier ist alles so hell, das Meer, hier kann man auf ungefähr so 20 Kilometer kann man immer noch stehen im Wasser. Made it to Isla de Zoano. Hier sieht so schön aus. Mir schweben gerade so 1000 Gedanken im Kopf, wo ich gleich so Pics machen könnte, weil es einfach so schön ist. Ich glaube überall. Wir laufen jetzt gerade zu unserem... ich muss dich filmen beim Reden, weil ich kann das gerade nicht zu mir nehmen. Genau, der ist nur für uns und da essen wir jetzt gleich Mittag. Trinken Bier. So, ich glaube, das ist irgendwie jetzt die Vorspeise. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Aber es schmeckt. Jonas hat auch keine Ahnung. Meine erste Kokosnuss. Oh, ich freue mich. Bist du schon hier, hast 1000 Palmen, guckst hoch, sind die ganze Zeit Kokosnüsse. Kriegst keine. Und kriegst keine. Ja. Aber hier konnte man welche kaufen, haben wir gerade 2 für 5 Dollar geholt. Wir haben gerade Fotos gemacht, wir sind gerade mal weiter weggelaufen, wo keine Menschen sind. Ich habe ein sehr, weit und breit nicht, ich habe gerade ein sehr gewagtes Bild gemacht. Mit den beiden Kokosnüssen, vielleicht könnt ihr euch schon was denken, das Bikini-Oberteil war nicht im Bild dabei. All over the place. Also es sah jetzt auf den Bildern, also es sah schon mal cool aus, geil ja. Aus, ne? Ich freue mich, wenn das online kommt. Ja. Müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Auf Insta. Ich wünsche, da wäre jetzt noch was drin, oder wie geil wäre das jetzt, so hier im Meer zu sein. Ein bisschen schlürfen, ne?
Ich komme nicht klar, hier sind einfach welche. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ja eine Insel und hier sind einfach welche, machen mit einem Brautkleid hier Fotos, also sie machen ihr Brautshooting hier. Ich find's so krass. Ich halte es vor meiner Mütze. Ja, hübsch. Richtig. Leute, wie ihr schon seht, ich bin so dunkel geworden in der Karibik. Die Sonne tut ihr hier gut. Ist anders, ja? Habe ich mir direkt so krass verbrannt am ersten Tag. Ja, er hat sich so, todesverbrannt. Heute bestimmt auch, ich bin nur in der Sonne heute. Ja, guck mal mich an, wetten wir, wenn ich das gleich zu Hause ausziehe. Und obwohl, ich hatte ja vorher die ganze Zeit was Schulterfreies an. Ja, stimmt. Aber ich werde es an der Unterhose erkennen. Am Abdruck, genau. Also unsere Zeit hier auf der Insel ist leider vorbei, ne? Ja, aber wir waren so produktiv, abgelaufen. Wir haben so viel geschafft. Wir sind jetzt angekommen, also wir sind jetzt gerade in unserem Hotelzimmer, kurz einen Abstecher gemacht. Ja. Mal ein bisschen WLAN genießen. Das muss auch sein. Hast du Hotelkarte? Hast du vergessen? Oh mein Gott, ich habe echt gedacht, dass du die dabei hättest. Deshalb habe ich nichts gesagt. Hast du spät gesagt? Oh, das kann doch nicht schon wieder sein. Wir haben die letztes Mal schon vergessen. Ab zur Lobby. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, wir gehen jetzt zum Pool und genießen einfach noch den Abend. Weil es ist noch warm, es ist noch hell, also warum nicht? Ja, da ist der Verbrecher. Was ist da? Na? Ja, irgendwie schon. Jetzt sagen wir so spät, jetzt ist echt nicht kalt. Man hört eh nichts wegen den Dingern hier. So, ich glaube, wir haben jetzt 2 Stunden noch im Hotelzimmer gechillt. Ich habe 2 Mal fast eingeschlafen. Eigentlich wollten wir auch, also ich will eigentlich nicht raus. Ich würde gerne einfach aufs Hotelzimmer etwas bestellen. Das haben wir gestern ja auch gemacht. Aber der Herr will raus. Also gehen wir jetzt aber zum Buffet. Hier gibt es super viele Restaurants, was auch immer nice ist, sich halt dann so ein Gericht zu bestellen. Aber ich weiß nicht, was ich möchte deshalb. Ja genau, ich weiß auch nicht, was ich möchte. Deshalb gehen wir einfach zum Buffet. Da haben wir so viele Sachen. Und wir haben irgendwie das erste Mal lange Sachen an hier. Wir gehen sonst immer abends mit kurzen Sachen raus, aber ich hab's jetzt satt. Ich habe ja Gott sei Dank nicht viele Mückenstiche, aber besser jetzt eine lange Hose anziehen. Weil in den Buffets ist es auch offen, das heißt, da können halt auch von draußen viele Tiere und sowas reinkommen. So, wir haben gegessen, wir haben uns jetzt spontan eine Animation an, aber unser Platz ist ein bisschen verkackt, würde ich sagen, weil man nichts richtig sieht. So, ich habe mir jetzt das blaue Getränk bestellt, was die am Tisch neben mir haben, aber ich will jetzt nicht so den rüberfilmen. Jonas war wieder ein Mojito, boah, ich finde das Mojito nicht so nice. Der ist auch nicht so nice. Ich bin gerade am Schneiden und merke, dass wir kein Outro gedreht haben für den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt Teil 1. Es wird noch ein Teil 2 geben. Ich hatte ja Geburtstag in der Karibik und dann hat Jonas mich überrascht und das wird ganz, ganz cool. Dann sehen wir uns dann.